Hallo Jochen. Jochen Distelmeier, Sänger und Texter von Blumenfeld. Ihr seid jetzt einen Monat unterwegs auf Tour. Geht's noch? Oder? Noch geht es, ja. Noch geht es, ja. Wie viele Konzerte habt ihr jetzt gemacht in den letzten Monat ungefähr? Weiß ich nicht genau. Es müssen irgendwie um die 4-5 Wochen gewesen sein, die wir jetzt unterwegs sind. Ja. Ihr habt als Vorprogramm, fange ich mit dem Vorband an, die Barbara, wie heißt sie? Barbara Morgenstern. Wie seid ihr auf die gestoßen? Barbara und Christian, der bei Barbara Morgenstern mitspielt, die haben früher mit Michael, unserem Keyboarder, auch zusammen Musik gemacht. Und Michael sagte so, hey, lass dir doch mitnehmen. Ja. Ihr habt jetzt 4 Jahre keine Platte gemacht und jetzt seid ihr nach 4 Jahren, sag ich mal, aus meiner Sicht aus der Versenkung wieder aufgetaucht. Was habt ihr in der Zeit gemacht? Hast du an den Texten gebastelt oder? Nö, eher nicht. Wir sind 2 Jahre lang eigentlich unterwegs gewesen live, viel im Ausland auch gespielt. Dann halt Peter neu in die Band integriert sozusagen, nachdem Eike, der vorher Bassist war, die Band verlassen hatte und so. Der wollte mehr so sein Studium durchziehen. Ja. Und dann waren wir 2 Jahre unterwegs eigentlich und danach dann so ein bisschen erholen, locker leben sozusagen. Die Band hat sich ein bisschen umstrukturiert, die Musik ist ein bisschen anders geworden, neue Leute. Wie kam es dazu? Ja, zum einen dadurch, dass Eike eben die Band verlassen hat, was ich eben schon sagte. Okay. Und dann war eigentlich aber auch schon zu Eikes Zeiten klar, dass wir die Band um eine 4. Person erweitern wollten. Live haben wir das immer mit Tobias Levin von Captain Kirk und hier schon gemacht, an der Gitarre. Und dann war es aber relativ naheliegend, dass man halt einen Keyboarder in die Band holt. Ne? Ja. Und da hatte ich schon Michael etwas länger irgendwie auf dem Kieker. Ne? Ja. Nun, manche Leute, die ich so kenne, die 17-Jährigen, die kenne ich nicht aus den früheren Zeiten, die sind jetzt bei MTV und Viva und die finden das ganz toll. Und dann kenne ich die Leute von früher, Hamburger Schule, die dann sagen, oh Mensch, jetzt, was sie jetzt machen, das ist ja, gefällt mir überhaupt nicht. Wie kommt ihr mit dem Zwiespalt klar? Das sind die Leute von früher, aus den 90ern, sind die euch sauer? Ja, es gibt sicherlich einige Leute, die so ein bisschen irritiert oder verstört auf die neue Platte reagieren. Ne? Das haben wir jetzt auch bei einigen Konzerten gemerkt und so, dass so Leute, die früher zu den Konzerten gekommen sind, dann vielleicht nicht mehr gekommen sind. Dafür dann aber mehr Leute, die so das Video beispielsweise kennen. Ne? Mhm. Und dann ist es ganz interessant zu sehen, wie diese unterschiedlichen Fraktionen quasi im Publikum, ne? Wie die so aufeinander treffen. Mhm. Und wir dann wenn wir unsere Musik spielen, mitbekommen, wie die dann schlussendlich dann doch alle zu den Sachen abgehen und Party. Ich wünsche euch, dass es gut durchkommt, dass die Platte gut ankommt. Also ich meine, sie läuft ja im Moment ganz gut und dass es auch live gut läuft und alles Gute für eure weitere Arbeit. Danke sehr. Okay. Danke.